Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich darf euch begrüßen. Ich wünsche euch natürlich einen richtig geilen Wochentag. Ich weiß gar nicht, was ist denn heute überhaupt? Mittwoch, Alter. Ja, einen wunderschönen geilen Mittwoch. Ich hoffe, euch geht es gut. Und ja, heute gibt es mal wieder eine Diskussion über LOL. Aktuell gibt es ja sehr, sehr viele Diskussionen. LOL quitten, dies, das, was, wie LOL zerstört wird. Ob Pepperonis LOL zerstören und was noch alles LOL zerstört. Und generell, naja, da werde ich auch sehr, sehr oft gefragt. Und deswegen wollte ich heute mal so ein bisschen drauf eingehen. Außerdem nochmal auf das Wundermittel, was ich aktuell nutze, um unglaublich viel Spaß an LOL. Also ich, ne, während Leute sagen, sie haben gar keinen Bock an LOL, ich muss sagen, holy shit, habe ich gerade Bock an LOL. Woher das kommt, das alles in diesem Video. Und zwar ist das quasi eine Diskussion, bei der ihr gerne mitdiskutieren könnt. Ja, das heißt, ich bin da ja auch immer sehr, sehr froh, wenn ihr sagt, hey, ne, ich sehe das anders oder ich sehe das genauso oder hier ist noch ein geiler Tipp, dann seid ihr da gerne herzlich eingeladen. Währenddessen sehen wir hier im Hintergrund ein Gameplay vom berüchtigten freaking Ledorsch. Das ist mein zweiter Account, der ist mittlerweile Platin 2. Und ja, meinem Gameplay quasi. Und zwar fangen wir doch einfach mal an. Ja, es gab ja so diese Zeit, wo alle gesagt haben, ich quitte LOL. Ne, wegen der Meta, wegen dies, wegen das, warum auch immer. Und grundsätzlich muss ich hierzu, das ist ja aktuell ein sehr, sehr großes Thema, es wird aktuell wieder so gepatcht, auch jetzt auf dem PBE wieder, dass die ADKs immer und immer wieder weiter nach vorne kommen. Ich grundsätzlich, ja, fand das natürlich insgesamt sowieso sehr, sehr schwierig, weil damals gab es auch eine Zeit, wo AD-Carries in der Mitte waren. Da habe ich auch nicht gesagt, ich quitte jetzt LOL, weil AD-Carries in der Mitte waren, weil da ständig ein Corki war und ständig ein Lucian und vielleicht auch noch eine Vayne und eine Caitlyn. Ne? Das kann jeder für sich selbst entscheiden. Ich möchte nur damit sagen, dass viele AD-Carries-Spieler ein bisschen sentimental vielleicht manchmal sind. Ne? Ich würde euch einfach mal empfehlen, nutzt doch diese Chance, die ihr aktuell habt, einfach mal. Ich meine, ich hatte gerade ein Game, das war zwar scheiße, aber ich hatte eine Camille Vladimir Portland, ne? Camille! Ich meine, Camille Support hat man hier und da immer mal gesehen, aber ich habe auch letztens Evelyn AD Carry Botlane gespielt. Das war auch eher unabsichtlich, aber ich habe gewonnen. Ich meine, aktuell nutzt doch die Chance und spielt. Das ist wie Earth quasi. Also, es ist nicht wie Earth, aber es ist wie so ein neuer Game Mode. Testet doch einfach mal mit eurem Kumpel. Muss ja nicht im Ranked sein. Irgendwelche coolen Kombinationen aus, so wie damals. Also, ich kann mich noch dran erinnern, wo ich hochgelevelt habe: Darius Garen Botlane. Das war völlig normal. Das hat niemanden interessiert. Aber darum soll es eigentlich gar nicht gehen. Denn vielmehr soll es darum gehen, was mache ich, wenn ich keinen Bock mehr auf LOL habe. Ja, im Prinzip gibt es da zwei Möglichkeiten. Zum einen, du machst eine Pause von LOL. Ne? Pause muss nicht immer heißen, ich quitte LOL. Ne? Nightblue, ich quitte LOL. So, paar Tage später, ja, ich mache jetzt wieder LOL-Videos und LOL-Streams. Man muss nicht immer, ich meine, okay, klar. Wenn du natürlich Attention willst, dann sagst du einfach, ich quitte LOL, ne? Dann denken alle so, oh nein, er quittet LOL. Naja, aber du kannst auch einfach sagen, ich quitte nicht LOL, ich mache einfach eine Pause von LOL. Man kann mehrere Spiele gleichzeitig spielen. Du kannst WoW spielen, du kannst LOL spielen, du kannst auch Dota spielen und Warcraft gleichzeitig. Geiler Damage an dieser Stelle, muss man sagen. Muss man, ist natürlich schwierig, alles gleichzeitig zu spielen, aber man muss nicht immer gleich alles quitten, ne? Du kannst auch mal sagen, ich mache einen Tag an der Schule blau, dadurch musst du nicht gleich die Schule quitten. Naja, natürlich ist blau machen jetzt nicht so geil, aber ich quitte die Schule. Und am nächsten Tag gehst du wieder zur Schule hin. Ja, geh. Ja, auf jeden Fall. denn, wie gesagt, macht einfach mal eine Pause. Das ist extrem wichtig, genauso wie bei Fastfood. Bei Fastfood ist es auch so. Wenn ihr sagt, ich denke mal, einige von euch kennt es. Ihr esst am ersten Tag Pizza, am zweiten Tag ist es vielleicht auch noch okay. Und am dritten Tag geht es auch noch. Aber spätestens auf dem vierten oder fünften Tag, fuck Pizza komplett ab. Ja? Es geht einfach gar nicht mehr. Hier, das ist übrigens der Punkt, warum ich Evelyn liebe. Das ist einfach, das bin einfach ich. Ja, ich bin natürlich unsichtbar, das sieht man nicht. Ne, sonst, also mich sieht man schon, aber ne, das ist einfach dieses Sneakige, dieses Räuberische, da sehe ich mich einfach komplett. Ja, auf jeden Fall, ne, dann, ihr könnt einfach mal sagen, hey, ich esse jetzt nicht jeden Tag Pizza, sondern diesen Sonntag gibt es Pizza, nächsten Sonntag gibt es Hamburger, dann gibt es den nächsten Sonntag Döner und dann gibt es den nächsten Sonntag ein Steak. Ne, rotieren ist wichtig, rotieren, ihr dürft auch nicht die ganze Zeit Döner, geht nicht. Also, begrenzt geht es, aber, ne, das ist ganz, ganz wichtig. Rotation, deswegen auch bei Nougat-Bits. Nicht Nougat-Bits, sondern Nougat-Bits, Cine-Minis. Ich nehme auch manchmal von teuer zu billig, ne. Auch die billigen können manchmal. Choco-Chips, ne, geht auch voll klar. Da einfach wirklich rotieren. Ja, grundsätzlich aber folgendes. Rotieren ist nämlich auch das Thema bei LOL, wodurch ich aktuell unglaublich viel Bock habe. Ich bin nämlich, oder das rate ich ja immer, wenn Leute in meinen Chat kommen, diese Ori ist übrigens komplett geboostet, fragen mich, hey Tobi, was kann ich machen, um wieder Bock auf LOL zu kriegen? Das hat vorgestern einer gefragt und ich habe ihn gefragt, okay, sag mir, was mainst du denn so? Und er meinte irgendwie so, ja, ich maine, keine Ahnung, Support,
Pike oder sowas. Und dann habe ich gesagt, oder Support Nami oder sowas. Und dann habe ich einfach gesagt, okay, Boy, du spielst jetzt Quinade Carry oder Jax Jungle. Also was komplett GG anderes. Ne, ihr müsst einfach mal aus eurem Alt-LOL-Alltag raus und neue Sachen entdecken. Das ist unglaublich wichtig. Das bedeutet, nehmen wir einen Schwimmer. Der ist Krauler. Ne, der krault den ganzen Tag. Immer nur am Kraulen, am Kraulen, am Kraulen. Wo ich das hier gerade sehe, ich habe hier übrigens hier oben. Da, das sieht man so ein bisschen. Und hier habe ich das auch. Ich sehe aus, als wäre ich vergewaltigt worden. Das kommt vom Kniebeugen, Alter. GG. Einfach komplett GG. Aber auf jeden Fall. Na, vielleicht wurde ich auch vergewaltigt. Vielleicht wollte ich das auch so. Wer weiß. Ist egal. Gehen wir besser nicht weiter drauf ein. Sagen wir haben diesen Krauler, der den ganzen Tag krault. Ne? Du könntest dieser Person natürlich jetzt empfehlen, okay, du kraulst jetzt nicht mehr, du machst jetzt Rückenschwimmen. Ne? Dann ist er immer noch auf seiner Bahn, das heißt, er spielt jetzt nicht zum Beispiel einen aggressiven AD Carry, sowas wie Draven, sondern einen defensiven, sowas wie Jinx. Ne? Es ist immer noch, es geht, der feiert das vielleicht. Man könnte ihm auch sagen, okay, du spielst jetzt von mir aus, oder du gehst jetzt Turmspringen. Ne? Das heißt, er spielt jetzt Support, Braum oder sowas, Turmspringer. Ist auch okay. Ist auch Abwechslung, aber ich würde sagen, hey Boy, du spielst jetzt freaking fucking Zed Midlane. Ja, das heißt, er geht nicht mehr schwimmen, sondern er geht jetzt Snowboarden oder Marathon laufen. Und dann hat er einfach wieder komplett vielleicht Bock auf diese ganze Geschichte, weil es einfach was Neues für ihn ist, wo er sich komplett erfüllt, wo er einfach sagt, geile Meile, Alter, ist das geil. Ja, das heißt, ihr braucht einfach mal richtig, ihr müsst was spielen, was ihr nie spielt, ne? Ich... Bestes Beispiel, ich habe die neue Evelyn, glaube ich, nicht ein einziges Mal gespielt. Also einmal habe ich sie schon gespielt, vor allem spätestens auf dem PBE, aber ich habe sie, ich glaube, bei mir im Stream hat man sie nie gesehen, nicht wirklich. Die alte Evelyn schon, aber diese hier nicht. Und ich bin irgendwie durch Red IRL, muss ich sagen, da drauf gekommen. Er rasiert mit der Frau komplett durch und da habe ich mir gesagt, sieht ganz interessant aus. Ist eigentlich bei mir ist es so, Assassin, ich meine, Jungle habe ich nicht viel am Hut, aber Assassin, also ich bin relativ gleich geblieben in der Sparte, aber ich spiele etwas, was ich nie wirklich gespielt habe. Ja, was mir komplett fremd war. Diese Phase hatte ich ja vorher auch mal mit LeBlanc. Ja, LeBlanc auch ein Champion, der zwar zu mir passt, aber nie gespielt. Ja, und auf einmal mega viel Bock auf LeBlanc gehabt, auch wenn ich immer mit ihr gesackt habe. Sacken ist ein gutes Thema. Also, ja, Evelyn. Also, vielleicht ist es auch für sie ein gutes Thema, aber es geht halt nicht darum. Ich habe Evelyn für mich entdeckt und sie hat mir Bock gemacht. Ich habe direkt 5, 6, 7, 8, 10 Spiele gespielt und hatte nach diesen 10, 5, 6, 7, 8, 10, 15 Spielen eine Winrate von 33%. Super, super kacke. Hab dann noch ein paar mehr Games gespielt. Dann hatte ich so eine Winrate von, keine Ahnung, 42, 43%. War auch nicht so geil. Das waren auch die Games on Stream. Aber ich hatte Bock. Ich hatte einfach Bock die ganze Zeit Evelyn. Ich habe ein Game Evelyn nach dem anderen gespammt. Das war einfach komplett GG. Der Stream hingegen hat schon gesagt, der Tobi, deine Evelyn ist mega scheiße. Also einige, ne? Deine Evelyn ist mega scheiße, Alter. Du kannst nichts. Deine Evelyn, die saugt Bälle. Deine Evelyn, die hat kleine Socken an, die hat einen großen Kopf, die hat wenig Kleidung, was jetzt nicht schlimm ist eigentlich. Aber auf jeden Fall, solche Sachen musste ich mir da anhören. Und ich habe mir einfach gedacht, leck mich, ich werde Evelyn Main. Ich werde Evelyn Main. Ja, und ich habe sie gespielt. Klar, am Anfang habe ich gesackt, aber mittlerweile bin ich bei 58% Winrate. Und wenn wir uns einfach mal angucken, na, die ersten Games habe ich ordentlich verkackt, jetzt rasiere ich komplett. Super geile Stats habe ich sehr, sehr oft, also so wirklich so wie hier in diesem Game 917. Natürlich, es sind auch immer Nieten dabei, das gehört einfach dazu, ne? Gerade bei Assassins Do or Die, so nach dem Motto. Und ich habe aber auch einfach jetzt, keine Ahnung, von den letzten 20 Spielen, glaube ich, 15 gewonnen, 75% Winrate, nur mit Evelyn. Und das Ding ist halt wirklich, ich habe nicht Evelyn gespammt, also ich habe wirklich Evelyn aus der Queue raus direkt Evelyn. Aus der Queue, oder aus dem Game raus direkt wieder Evelyn. Ich habe sie nicht gespammt, weil ich gesagt habe, ich muss jetzt unbedingt gut mit ihr werden, sondern ich habe sie gespammt, weil sie mir einfach so unglaublich holy freaking fucking shit viel Bock gemacht hat. Ich habe einfach so viel Bock auf LoL, ich könnte den ganzen Tag, jeden Tag Evelyn spammen. Bis ich irgendwann, das ist hier traurig, dachte der Damage reicht. Also ich könnte wirklich permanent nur Evelyn. Ich habe auch, ihr seht das an meiner Matches hier, ich habe einfach 1000 Evelyn Games in Folge, 40 Stück oder so jetzt gespielt, mehr oder weniger in Folge. Das ist komplett GG und so möchte ich euch sagen, spielt einfach mal was anderes. Natürlich ist es hier wichtig, dass man sagen muss, ich bin ein Spieler, der relativ Knowledge hat. Das heißt, ich bin jetzt kein Jungle Main, aber ich weiß, was im Jungle abgeht. Na, wenn ihr jetzt nie gejungelt habt und dann sagt, okay, ich spiele jetzt auch mal Evelyn oder keine Ahnung, irgendwas, was ich nicht spiele, Trundle, was weiß ich. Da kann es natürlich sein, dass es komplett zackt. Ne? Das ist. Und wenn zackt, macht es meistens noch nicht so viel Spaß. Aber meine Evelyn hat am Anfang auch gesackt. Und jetzt bockt sie wie Sau. Also sie hat auch am Anfang schon gebockt, ne? Aber manchmal muss man einfach so ein bisschen dranbleiben. Das ist auch das gleiche wie bei, wenn ihr einen Champion lernen wollt.
Ja, gerade so ein Champion wie Ryze. Tobi hat gesagt, Ryze, ja, ihr spielt 20 Games, 33% Winrate. Und sagt dann, nee, Tobi, du bist komplett scheiße, Ryze ist auch scheiße. Vielleicht musst du das genauso wie ich jetzt mit Evelyn einfach durchhalten, ne? Am Anfang die 33% durchhalten und irgendwann bist du dann einfach so insane komplett krass mit Ryze, dass du alles wegrasierst, ne? Da muss man, das ist halt wirklich das Wichtige, man muss ein paar Games durchhalten. Viele Leute, die einen Champion lernen wollen, die verlieren sofort richtig, richtig schnell die Lust und Laune an so einen Champion. Wenn ihr einen anderen Champion ausprobieren wollt, ob ihr den jetzt lernen wollt, einfach weil ihr einen anderen Champion wollt, oder ob ihr einfach ein bisschen Abwechslung wollt, ein paar Games gehören einfach mit dazu. Und wichtig ist vielleicht, dass ihr sagt, ja nicht, dass ihr sagt, hey, Tobi, du hast mir empfohlen, einen anderen Champion zu spielen, Alter, ich habe jetzt immer Urgot gespielt und jetzt spiele ich Nasus. Nasus ist natürlich komplett langweilig. Nasus ist also ihr müsst natürlich gucken, dass ihr einen Champion mit Feuer, mit Energie, mit, also, ist ja auch unterschiedlich, vielleicht hat jemand auf Nasus auch komplett Bock, aber ne, Quinn, Fizz, Zed, Yasuo, keine Ahnung, ne, Teemo, Zinch, das sind alles Champions mit Energie, mit Feuer, mit Temperamento. Wenn ihr sagt, ihr spielt, keine Ahnung, Soraka, dann ist das natürlich, oder Jenna, dann ist das natürlich, ne, aber, so viel dazu von meiner Seite. Aber auch bei Fortnite muss man dazu sagen, ich habe jetzt mehrfach schon mitbekommen, dass Leute sich über die letzten Patches übel krass aufregen oder dass es die auch mit der Zeit keinen Bock mehr auf Fortnite haben. Das ist halt einfach, weil du, wenn du Fortnite ist genauso wie mit der Pizza, irgendwann hast du einfach keinen Bock mehr auf dieses Ding, ne? Ich will damit jetzt nicht Fortnite schlecht reden oder irgendwie sowas, ich möchte, das ist ja bei LOL genauso. Ich möchte einfach nur sagen, dass man halt einfach irgendwann mal rotieren muss, ja? Rotieren. Ich möchte mich an dieser Stelle verabschieden, ich bin euer Evelyn Main. Ich hau rein. Ich hoffe, ihr haut rein. Auf Wiedersehen. Und Tschüssikowski, Mannowski.